Hallo und herzlich willkommen heute zu einem Video. Ich bin heute mit einem Auto unterwegs. Wir machen heute einen kleinen, eine kleine Fahrt und testen ein Auto, was schon seit längerem auf dem Markt ist. Jetzt lassen wir die hier nochmal durch. Wir wollen heute mal ein Auto testen, was schon seit längerem auf dem Markt ist, was riesige Begeisterungsströme ausgelöst hat, als es auf den Markt gekommen ist. Es ist leider nicht der Kia e-Soul, sondern sein großer Bruder sozusagen, der e-Niro. Platz ohne Ende, den hatte ich ja schon mal vorgestellt, was man da alles für einen Platz drin hat. 455 Kilometer soll er weit kommen, wenn er voll geladen ist, auf 100%. Wetter liegen hier auch schon, aber nicht, weil Herbst ist. Wir sind noch mitten im Sommer, aber es ist so furztrocken hier. Da kann man eigentlich froh sein, wenn man mit einem Elektroauto unterwegs ist. Ja, was wollte ich mit diesem Auto zeigen? Das ist die Spirit-Version, also die komplette Hütte vollgepackt, bis auf Schiebedach hat er Gott sei Dank nicht. Braucht man nämlich auch nicht. Dafür hat er so Annehmlichkeiten wie elektrischen Fahrersitz mit Memory-Funktion. Alles andere ist natürlich hier auch schon drin. Fensterheber. Wir haben hier den Spurhalteassistenten, den aktiven Spurhalteassistenten, also sozusagen ein Autopilot, wie man das so nennen mag. Er fährt halt der Spur hinterher, funktioniert hervorragend. Adaptiver Tempomat und adaptive Rekuperation hat der Wagen auch noch. Das ist total klasse. Ja, hier haben wir ihn einmal von vorne gesehen, jetzt mache ich hinten mal auf. Vorne ist der Sitz auf mich eingestellt. Man hat hier echt Platz ohne Ende. Ich kann ja mal das Experiment wagen. Das Einzige, was der Wagen nicht hat, das habe ich aber auch schon in einem anderen Video bemängelt. Er hat hier nicht so, ich zwinge mich hier mal rein, wobei reinzwingen ist es gar nicht. Ich habe hier kaum Platz für die Füße, weil die kriege ich hier nicht mehr drunter, weil ich den Sitz vorne ganz runtergefahren habe, damit ich da gut drin sitzen kann und einigermaßen irgendeine Oberschenkelauflage habe. Dafür habe ich hier oben Platz ohne Ende. Das funktioniert alles super. Hier sehen wir auch mal ganz kurz den Preis. 47.975 Euro in der Vollausstattung. Wir haben auch auf beiden Seiten hier Sitztaschen. Wir haben hinten höhenverstellbare Kopfstützen, wie vorne auch. Sie sind aber nicht in der Weite verstellbar, sondern nur in der Höhe. Wunderbare Mittelarmlehne haben wir hier mit zwei Getränkehaltern drin. Und wie gesagt, ich habe hier Platz drin. Also das ist wirklich ein super Sitzen. Es ist wirklich sehr bequem. Das Einzige, was ein bisschen stört, das ist aber bei allen modernen Autos so, dass ihr halt keine Oberschenkelauflage habt. Also für kurze Strecken geht es, weil man hier halt, wie gesagt, die Füße nicht runterkriegt. Das ist halt so ein Manko bei den Fahrzeugen, weil der Boden halt sehr flach ist. Wir haben hier hinten aber noch, das ist richtig klasse, eine 220 Volt Steckdose. Welches Auto hat das schon? Wenn man sich das hier so ansieht in dem Kia e-Niro, dann hat man wirklich ohne Schiebedach unwahrscheinlich viel Platz. Das letzte Fahrzeug, wo ich drin gesessen habe, was ich gefahren habe, hatte ja das Schiebedach. Und da fehlen hier ganz einfach mal so 4 cm in der Höhe, die man hier mehr hat. Man sieht es hier hinten. Normalerweise würde hier jetzt das Dach noch dicker sein und dann nach hinten gehen und so eine Mulde haben, wo man die Köpfe reinstecken kann, auf gut Deutsch gesagt. Das haben wir jetzt hier nicht, weil eben kein Schiebedach. Und ich finde auch, dadurch ist die Sitzposition vorne viel angenehmer, weil viel mehr Platz ist. Und jetzt gehe ich auch mal nach vorne und zeige euch, wie es da aussieht. Die Besonderheit hier bei dem Modell ist halt die Spirit-Ausstattung mit den elektrischen Fahrersitz- und Memory-Funktionen. Und das Tolle ist, wenn ich jetzt hier einsteige, was alles total super klappt. Upsala, sehe gerade nichts. Dann sitze ich hier drin, hab halt wie gesagt vorne die Kopffreiheit, die ich so mit Schiebedach nicht hätte. Da wäre ich also fast am Dach dran. Doch jetzt guck mal, was hier mit dem Sitz passiert, wenn ich die Tür zumache.
Der Sitz hat eine ja, Easy-Entry-Funktion. Das heißt, beim Ein- und Aussteigen fährt der Sitz nach hinten. Beziehungsweise nach hinten zum Aussteigen. Und nach vorne in die eingestellte, programmierte Position. Ja, wenn ich die Tür wieder schließe. Und so sieht es hier vorne aus. Das Cockpit ist bekannt, das kennen wir ja schon alles. Mal kurz gucken. Das ist halt bekannt, wobei hier jetzt das große 10 Zoll Display verbaut wurde, was für meinen Geschmack viel besser hier reinpasst, wie das alte, kleinere, wo noch so ein dicker, wulstiger Rahmen ringsrum war. Ja, ansonsten haben wir hier auch alles in der Ausstattung drin. Wir haben den Tempomaten drin mit Spurhalteassistenten und mit Abstandsregelung. Wir haben hier die Sprachsteuerung. Wir können hier Lautsprecher lauter machen oder auch leiser. Philosophie und Soziologie nach Abbruch der Ja, das sieht man dann hier auch im Display. Das war für mich der Ich kann auch den Sender wechseln. So, hier kommt auch schon die Batteriewarnung. Man soll nicht so lange stehen bleiben, sonst ist die Batterie leer. Deswegen mache ich ihn jetzt nochmal an. Jetzt wird auch die Batterie wieder geladen. Wir wollen jetzt damit eine kleine Runde fahren und mal gucken, was hat der Wagen für einen Verbrauch. Ich bin jetzt gerade bei 15,1. Jetzt für ein paar Kilometer, die ich gefahren bin. Also wenn ich da hingekommen bin, dann wird es wahrscheinlich noch weniger sein. Ja, ich werde jetzt draußen noch mal ein bisschen euch den Wagen zeigen. Dazu werden wir auch noch mal unter die Motorhaube gucken. Was wir hier sehen, wir sehen einen Motorraum, wo eigentlich auch mal irgendwie ein Verbrenner mit reinpassen würde. Den gibt es ja sonst nur als Hybrid- und Plug-in-Hybrid-Variante. Hier haben wir auch das berühmte Kabel mit dem Label, wo man dann halt das Kabel durchtrennt, damit der Akku oder das Fahrzeug stromlos geschalten wird, wenn halt ein Unfall passiert ist. Ja, alles, was hier so orangefarben ist, das sind die Hochvoltleitungen, die wir hier sehen. Hier drunter haben wir halt die ganze Technik. Wir sehen auch, dass hier alles klimagekühlt ist. Heißt, wir haben hier auch eine Wärmepumpe mit drin, die auch die Wärme mitbenutzt und somit auch Strom spart. Hier vorne der Sicherungskasten, die einzelnen Flüssigkeiten, um die man sich kümmern muss, wo man drauf achten muss, ist hier einmal der Kältemittelzustand, also vom Kühlmittel, die den Akku kühlt. Hier oben haben wir die Bremsflüssigkeit, da muss man halt mal gucken, dass der Stand immer richtig ist. Ansonsten, das sind beides Dinge, die halt die Werkstatt macht. Hier vorne haben wir noch Waschwasser, das ist das Einzige, was wir machen dürfen, da halt mal gelegentlich mal eine Kanne Wasser mit Scheibenwischmittel nachfüllen. Was haben wir noch hier vorne? Hier vorne haben wir noch den Notentriegler für die Ladebuchse. Sollte halt der Stecker mal nicht rausgehen, irgendwo ein Defekt an der Ladesäule sein, wie auch immer, dann kann man hier dran ziehen und den Stecker hier unten entriegeln. Hier haben wir die Ladeklappe, öffnet sich ganz einfach, öffnen und schließen durch draufdrücken. Und dann haben wir hier ziemlich viel Dreck unten drin. Und wir haben hier einmal Typ-2-Ladeanschluss und den CCS. Also das ist Gleichstrom, hier unten oben haben wir Wechselstrom. Und damit kann man richtig schnell laden. Ansonsten, das Auto habe ich schon mal vorgestellt. Wie gesagt, ihr habt hier unwahrscheinlich viel Platz. Ich wollte auch noch mal was gucken. Was hier ein wenig merkwürdig ist, beim e-Soul haben wir Gasdruckdämpfer drin für die Motorhaube. Und hier vorne beim e-Niro müssen wir noch eine Stange betätigen. Deswegen halte ich euch mal eben übers Auto. Ist nicht gewaschen, aber das macht nichts. Beim Fahren wird es eh wieder dreckig. Einmal zumachen. Und Kofferraum wollte ich euch noch mal. Wir haben hier einen Laderaum Rollo drin, was ganz praktisch ist. Und dann haben wir hier den normalen Laderaum. Sieht jetzt ein bisschen zugemüllt aus mit den ganzen Krempel, den ich hier drin habe. Das ist aber mal nicht so das Problem. Hier unten drunter haben wir noch ein Aufbewahrungsteil, wo man die ganzen Ladekabel reinkriegt und den ganzen anderen Krimskram. Da drunter ist noch mal eine Ebene, da haben wir dann dieses Pannenset mit dem Luftkompressor drin.
Das Rouleau kann man rausnehmen und hier unten reinlegen. Deswegen ist hier noch eine Aussparung, die kann man raushebeln. Und dann legt man einfach hier in diese Lücke da das Rouleau rein. Und dann ist es auch verstaut und ist aus dem Weg. Zur Ösen finden wir hier, wobei die sind auch nur aus Kunststoff. Also großartig was ranhängen würde ich da nicht. Die brechen wohl eher ab, als dass sie was nützen. Das ist so ein Kritikpunkt, den ich generell bei modernen Autos habe, von wegen Sicherheit. Leute, was macht ihr, wenn die Klamotten nach vorne fliegen? So, was ich jetzt noch mal kurz zeigen will, ist die Länge von dem Kofferraum. Man kann ihn auch noch erweitern. Das zeige ich auch gleich noch mal. Ups, jetzt muss ich ganz kurz hier extra Maßband mitgenommen. So, die untere Kante, da haben wir eine Länge von rund 75 cm. Kann man das hier so sehen? Ich drehe euch gerade mal um. 75 cm zeigt das gute Stück. Die Höhe, upsala, die man einladen könnte, wären dann so rund, naja, ich würde über 68 cm nicht gehen, dann dürfte es zu eng werden. Laderaumbreite nochmal ganz kurz. Die Länge, nee, Breite, na, 1,04 Meter sind es. Jetzt können wir natürlich auch noch erweitern, indem wir hier die Bank umklappen. Geht total einfach. Und dann haben wir hier eine Durchlademöglichkeit bis zum vorderen Sitz. Wenn ich jetzt bis an den Sitz rangehe, sind das 1 Meter und schiefe 1 Meter und 57. Nächster Punkt ist halt auch hier. Man kann hier nichts verzurren. Das Einzige, wo man vielleicht noch was verzurren könnte, wäre hier die Schnalle für den Sitz. Ich weiß aber nicht, wie viel Newtonzug die aushält. Das kann ich euch nicht sagen. Was aber hier noch richtig klasse ist, upsala, doch, die ist zu. Wir haben hier auch noch Isofix. Ganz schnell zugänglich, da muss keine Lasche weg, nichts, da schiebt man hier nur einfach rein und fertig. Ja, die Sitze haben alle drei Dreipunktgurte und ja, Taschen für die Karten. Hinten, die Spirit-Ausstattung hat auch noch die Sitzheizung hinten drin. Das ist der Knopf hier, Fensterheber elektrisch. So, einmal IKEA-Laden mit 19 kW, 29 sind angegeben. Reicht aber auch vollkommen. AC sehe ich gerade, hat sogar 22 kW. 93% und 101 Kilometer Reichweite. Ist jetzt mit Klimaanlage, wenn ich die rausnehme, haben wir 132 Kilometer Reichweite. Nee, 432, so rum. Ja, leider hat sich jetzt hier die Kamera verabschiedet. Insofern sind das jetzt hier so die letzten Aufnahmen, die ich damit gemacht habe. Leider nicht so der ganz richtige Winkel, den ich haben wollte. Daher blende ich hier gleich noch ein Diagramm über die Ladeleistung ein, die wir erreicht haben bei der Fahrt. Ja, übrigens der 2020er eNiro, den wir hier hatten, der die neue Software schon drin hat mit dem großen 10,25 Zoll Display. Da kann man ja die Ladespannung, also bis wohin er halt aufladen soll, also wie viel Prozent der Akkukapazität geladen werden soll, kann man ja einstellen. Wenn man die auf 100 stellt bei DC, dann lädt er tatsächlich auch bis 100 durch. Das war mir auch neu. Ich bin der Meinung, das war noch bei dem alten Modell mit dem kleinen Display, mit der alten Software begrenzt auf 94%. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das wirklich so war. Ich habe es leider auch nicht mehr so aufgezeichnet. Ja, wobei halt dieses Laden bis 100% DC ist halt wirklich reine Zeitverschwendung. Also das kann man sich schenken. Da lädt man wahrscheinlich mit AC schneller ab 80% wie mit DC. Weil das bringt überhaupt nichts. Der fährt irgendwann so weit runter, das seht ihr gleich an der Ladekurve. Das ist Verzweiflung. Also die letzten 8%, dafür will er eine halbe Stunde brauchen. Das könnt ihr vergessen. Das braucht kein Mensch. Und da kann man lieber bei 80% aufhören oder bei 83%, wie auch immer, weil man halt zum Stopp kommt und weiterfahren, bis man halt wieder bei 20% runter ist und dann von 20% wieder aufladen oder auch von 30%. Dann fährt man halt nur mit 50% der Akkukapazität und kommt aber auch irgendwie so 250 Kilometer weit. Das reicht ja im Schnitt auch, wenn man dadurch zwischendurch mal kleine Pausen macht. Und so wie die Autobahnen voll sind, kommt man eh teilweise nicht schneller durch.
jetzt zu sehen, die Ladekurve, die ich mal erstellt habe mit den Ladeleistungen, die wir halt hatten. Und die ist jetzt allerdings nicht repräsentativ, diese Ladekurve. Das hat auch eine riesen Lücke, wie ihr hier seht. Die darf man halt nicht wirklich ernst nehmen. Das ist halt wirklich nur mal so ein Anhaltspunkt, wo ich jetzt persönlich mal sehen wollte, wo ist eigentlich die Schmerzgrenze. Und wir haben angefangen zu laden mit 18% Ladezustand des Akkus und hatten eine Ladeleistung von 65,2 Kilowatt. Bei 31% waren es dann schon 68,2 Kilowatt, bei 37 69 Kilowatt und bei 48 ging es dann schon auf die 70,2 los. Und bei 55 waren es immerhin 71,2 kW. Und dann war halt diese große Spanne, wo ich halt keine Aufzeichnung von habe. Und bei 84% ging es dann halt runter auf 23%, was halt anzeigt, da macht es überhaupt keinen Sinn mehr zu laden. Also wenn jetzt durchschnittlich beispielsweise ein 11 kW Lader drin hätte, also den 3-Phasen-Lader, den neuen mit 11 kW Ladeleistung, dann wärt ihr wahrscheinlich bei über 80% immer noch im besseren Bereich, wie jetzt hier wirklich sich rumzuquälen. Bei 96% hatten wir halt noch 12 kW Ladeleistung. Okay, das ist immer noch mehr wie 11, aber ihr blockiert halt damit eine DC-Schnellladesäule, wo halt Fahrzeuge eigentlich laden sollten, die eine schnellere Ladeleistung haben. Und wir haben halt höchste Ladeleistung hier 71,2 kW gehabt. Irgendwo waren schon mal irgendwo 84 kW mal gemeldet worden in einer Facebook-Gruppe. Das haben wir hier jetzt nicht erreicht, aber immerhin ist schon toller Wert. Ja, gefahren sind wir übrigens auch eine Strecke von Berlin Richtung Leipzig und teilweise auch mit Vollgas 180 laut Tacho. Das sind dann ungefähr 167 Stundenkilometer laut GPS gewesen. Und die Verbräuche lagen hier zwischen meinen souverän gefahrenen 15,1 Kilowattstunden in der Stadt und dann zwischen, ja, bei den Autobahnfahrten zwischen 16,4 und 17,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Ja, und das soll es dann auch schon gewesen sein mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und so einen kleinen Einblick gegeben über das Ladeverhalten des Kia e-Niro. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wann ihr dieses Video seht. Und bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, einen Daumen rauf da zu lassen und diesen Kanal zu abonnieren, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Also bis dann, bis zum nächsten Video, da geht es übrigens um den Polestar 2. Bis dann, tschüss.